And welcome back after the cut. Machen wir gleich weiter. Das Earth. Ah, shit. Don't be annoying. Just die. Thank you. So, ich probiere mir das ganze Erz zu holen. Dafür muss ich aber halt erstmal die TNT-Falle, die da unten ist, schärfen. Also, nicht wirklich TNT, sondern... Ja, egal, Sprengstoff, genau. Das Ding. Na, ja, wenn ich nicht nur fliege, dann kann ich auch einfach schnell auf die Map gucken, wo ich war und da hier wieder hinrennen. Dann mach ich vielleicht auch einen Cut. Ich probiere das alles relativ ungecuttet zu lassen, wie man es bei der ersten Folge schon gesehen hat. Ich habe halt probiert, mehrere Videos schon auf YouTube hochzuladen, aber alle wurden copy-strike und so. Daher habe ich keinen Bock mehr auf professionellen Content, mache jetzt einfach nur noch Let's Plays. Macht keinen Sinn, Meme-Edits zu machen, wenn die dann eh copy-striked werden und dann in allen fucking Ländern geblockt sind. Ohne eine scheiß Ausnahme. Einfach in allen. Ah, toll. Geil. Geil. Okay, ich muss hier raus, ich muss hier raus. Meinen Platinum, oh yeah, das mache ich mir dann Armor oder das Ruby Stuff draus, wenn ich genug Rubies habe. Und ja, momentan habe ich noch keine Rubies, also muss ich noch backcomen, when I'm a little bit richer. Oh yeah, got that reference, Mushroom reference. Oh yeah, because Mushroom's in the trend right now. RTX Morshu. And before that, it was just Morshu. But I don't care, they're both great memes. Okay, they're basically the same meme, but you get what I mean. I think. So, nicht drownen, immer schön alive stayen. Give me all that good platinum. Thank you. Unten sind noch mehr qualige Quallen. Okay, okay. Ich denke, ich sollte hier auch schnell raus, bevor die Quallen zu mir kommen können. I don't want to die to a bunch of fish. Okay, egal. So viel Licht brauche ich auch wieder nicht. Und meine Fresse, ist hier viel Wasserflüssigkeit. Wieso? So ist die Weltengeneration so fucked up. Noch mehr Platinum. Oh yeah. Dann kann ich mir wirklich halt schon bald ein Ruby-Stuff draus machen. Ich brauche nur noch die Rubies. Indem ich meine Rubies habe. Geht's richtig los, weil Ruby Stuff ist pretty strong. Aber wenn die Calamity Waffen halt wirklich schon alle so stark sind gleich am Anfang, dann brauche ich glaube ich gar keinen Vanilla Staffs. Muss ich einfach nur irgendeinen Calamity die bekämpfen oder habe ich schon gleich irgendeinen OP Waffe am Anfang? Ich glaube nicht, was der höchste Damage am Anfang ist. 80 oder so. Wäre ein bisschen zu OP für einen Normal Mode, aber. Ganz ehrlich, bei der Mod würde mich das nicht wundern, jetzt wo ich diese scheiß 8 gesehen habe, aber warum beschwere ich mich überhaupt um Mod Balance, wenn ein 1.4 fucking Streitfähige einfach über 50 Damage machen am Anfang? Ich meine, der da, dieser
Feuerball oder Sunball. Keine Ahnung, wie das Ding heißt. Auf jeden Fall so ein Spreadwinkel, die man in Schattentruhen in der Hölle findet, ist halt scheiße okay. Da macht ihr irgendwie so 70, 80 Damage im fucking Normal Mode. Ich weiß echt nicht, was da mit den Developers falsch war. Oder wer auch immer dieses scheiß Ding designt hat. Das ist einfach nichts Interessantes, Junge. Das ist ja einfach alles ein stinknormales Vanilla-Terraria. Ich hab gehofft, dass ich auf irgendwas Interessantes stoße. Mit interessant meine ich keine Fallen. Oder Modded Fallen. Ein neues Biom oder. Also ich weiß, von irgendeiner Mod dieses Abyss-Biom gibt, aber ich weiß nicht, ob das von Calamity war. Aber ich hoffe es. Namaste, Bruder. Thank you for that. Wäre eigentlich drauf gegangen, aber wenn ich halt den Slime erschießt, dann beschwere ich mich mal nicht. Okay, drauf gegangen wäre ich nicht, aber ich hätte Damage kassiert. Und man mag einfach keinen Damage. Ich denke, da können wir all agreeen. Es sei denn, ihr seid ein Masochist, dann ist das was anderes. Haben wir ein Herz. Ein Herz für den Fall. Ah, fuck, Inventar ist voll. Ah, vielleicht sollte ich das Ding doch behalten. Na, das will ich nicht behalten. Das will ich aus Versehen noch in den Scheißdreck auf. Behalte lieber das Ding. Muss ein bisschen umsortieren. Da oben ist ein Drecks. Oh Gott, da wollte ich jetzt eigentlich reinspringen. Ich denke, ich grabe schon mal nach unten. Ich kann auch gelegentlich noch ein bisschen bleiben. Da kann ich mir dann Blei am Boss machen. Wir haben hier eine Blei, wenn du keine Eisen hältst. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das war jetzt mit den Erzen, also woran welches Erz findet, was für eine Welt man da hat. Das kann man nämlich auch irgendwie bestimmen, aber... Ja, ich bin mir nicht gerade... Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Wie das jetzt ging und was war. Da probiert irgendein Zombie eine Tür zu öffnen, was heißt, dass da unten was irgendetwas Interessantes ist. Das gefällt mir aber auch gleichzeitig mal nicht. Ich will mich nicht gleich in ein Haus fallen, wo mehrere tausend Zombies sind. Okay, immer noch weiter unten. Wer hat nicht gleich da reinfallen? Ja, ich weiß, es ist alles sehr dunkel. Hab ich hier vielleicht noch. Ja, okay, ich habe meinen Going Potion schon gewastet, aber. Langsam mal bei den Haus ankommen. Okay, ich platziere hier schon mal was und mache schon mal meine Escape Route bereit. Ja, okay, ich glaube, ich sehe das Haus auch schon da unten. Also zumindest sehe ich Holzbretter. So, der. Der Knie-Grab ist auf. Sapphires, thank you. Das ist der gute alte Zombie bzw. Skeleton. Das probiert hier auf zu machen. Und das nehme ich liebend gerne. Und ein bisschen good old Dynamite. Lose all, 2 Gold Coins, oh yeah. Max a total of 3. Kann mir auch schon Hook machen. Oder? Keine Ahnung, mal gucken. Ich weiß jetzt nicht gerade ganz, wie man einen Hook craftet. Rogue? Achso, ja, schon. Calamity gibt es ja auch die Rogue Class. Hatte ich nicht schon eine Werkbank? Ja, habe ich. Ja. So, jetzt dürfte ich mir nämlich einen Ofen machen. Und den Ofen kann ich nirgendwo platzieren. Danke. So, dann platziere ich den Ofen einfach. Der, okay, drei Blöcke Platz.
Bruh. Ich habe dieses Spiel nur 2 Monate lang nicht gespielt und schon wieder habe ich alles vergessen, was wichtig ist. Bruh. Zinnbaren. Trash. Ich weiß nicht, was ich überhaupt hab. Habe ich wahrscheinlich abgebaut, einfach so aus Versehen. So, Platinum. That is the real shit. Platinum Bars. Und der Scheiß-Zombie will auch einfach nicht locker lassen. Muss die ganze Zeit gegen diese Tür hauen. Ja, okay. Also, mir wird langsam etwas langweilig. Ich erkunde noch ein bisschen mehr, dann gehe ich an die Oberfläche. Hoffentlich jetzt nicht gemacht. Da kann ich ein paar fragwürdige Viecher bekämpfen, falls sie spawnen wollten. Ich frage mich, Viecher mal, ich dann Viecher aus der Kanäle. Hoffentlich spawnen die auch einfach so. Ich habe diese Mod halt vorher nicht ausgetestet. Wäre ziemlich behindert, wenn ich jetzt meine Aufnahmen hier scramblen muss. Weil in der Höhle habe ich ja nur eins gefunden, also. Und am Anfang auch. Okay, also Kriminalität Viecher müssten eigentlich spawnen können. So, und warum habe ich keinen Namen gecraftet, wenn hier bereits einer steht? Ah, Pain. Ah, man kann sich Equipment craften. Nice to know. Ich wollte mir einen Hook craften. Brauche ich dafür Ketten? Bin mir nicht ganz sicher, aber es würde Sinn machen. Ah. Yep. Jetzt haben wir einen Hook. Amazing. Jetzt können wir auch rumgrappeln, like Spider-Man. Ah, das ist klar. Platinum Zeugs, ne. So, ne, ich grab mir kein Platinum. Wobei eine Pickaxe mache ich mir mal. Die kann ganz useful sein. Ansonsten. Hier vielleicht nochmal so. Eiglet. Ganz ehrlich, wenn ich schon gerade dabei bin, dann hole ich mir auch noch das Radar. Damage Reduction? Scheint auch nie das Ding zu sein mit der Mod. Mal. Wobei ich behalte den Brian so. Sieht gut aus, hat einen cooleren Farbton. Same wieder. Okay, ansonsten gibt es hier nichts. Da unten ist meiner Zombie. Ganz unten links. Habe ich eigentlich Leuchtstäbe? Ja, kann ich auch einfach hier einen rum. Ja, okay, ich wollte jetzt eigentlich nicht hochreden. Naja, bin ich selbst schuld. Egal. Da muss ich nämlich nicht die ganze Zeit hier fucken flanken. Ich kann einfach einmal hier kurz den hier machen. Und auch die ganze Zeit Licht. Praktisch. Ein kleiner Lifehack. Für alle Terraria-Gamer. Unter meiner Viewerwelt von 3 Leuten. Okay. Oh yeah. Triple kill. Warum kriegen die keinen Knockback? Ja. Haben keinen Knockback. Fantastisch. Genauso wie ich es mag. Kappa. Was ist eigentlich das? Ja. Was brauche ich das noch irgendwie? Ich denke nicht. Hoffentlich habe ich jetzt nichts Wichtiges zerstört.
Let's go. Snickers. Okay, er scheint auch wieder nichts zu sein. Warum mache ich eigentlich die ganze Zeit mit meinen Dingern nicht, wenn ich einfach einmal schnell die Druckplatte in die Hand nehmen kann? Und sofort weiß, wo alles ist. Und Silber brauche ich wirklich nicht. Silber ist ein bisschen unnötig. Also nur beim Terraria. Hoffentlich begehe ich gerade keinen Fehler, weil ich dann später noch scheiß viel Silber für irgendwas brauche. Das wäre ziemlich traurig. Dann meinen wir mal White Carol. Caveman-Pan ist mir also nur ein Loch. Give me something good. Kann doch nicht so schwer sein. Okay, hab mal kurz auf mein Mikro geguckt, ich sich die ganze Zeit mit mir selbst rede. Hab nämlich irgendwie dieses Gefühl gehabt, dass mein Mikro stumm war. Und das wäre pretty bad gewesen. Ja, das ist auf jeden Fall eine Trap. Was für eine Druckklasse. Sah doch nicht mal wie eine Druckklasse aus. Okay, ich sollte vielleicht wieder in demselben Ding untergraben. Da haben wir hier schon so eine kleine Base für einen Elevator, falls ich hier einen jemals hinbauen sollte. Schleim. This is not so good. This is a mother schleim. Pretty tanky. Like my cock. Aha. Oh yeah. Komm schon. There we go. So, noch mehr Blei. Ja, ich hab gesagt, ich gehe hoch, aber ich meine, ja, jetzt wo ich gerade hier so viele verschiedene Zeugs finde, bleibe ich mir auch mal gerne noch etwas länger unten. Da fliegt irgendwas komisches. Achso, ist das ein scheiß Spinner? Yep, das ist ein Spinner. Weiß nicht, will ich da wirklich rein? Ich denke nicht, dass ich da rein will, aber wir haben da was gefunden. Ach du Scheiße, sind das viele Viecher. Ja gut. Na, ich denke, jetzt gerade will ich noch nicht da rein. Später mal. Gerade will ich noch nicht rein. Ich habe ja noch nicht mal eine 14-Waffe. Außerhalb meines Shurikens, aber die waren nicht gerade wirklich sehr viel damage, oder? Wirklich damage. Ja, okay, ich mache meinen Elevator weiter. Noch eine Cave und dann gehen wir wieder hoch. Dann muss ich gucken, wie lange die Folge ist. Und dann bestimme ich, ob wir hier wieder einen Cut machen. Und wir dann in der nächsten Folge halt im Obergrund ein bisschen erkunden gehen. Wenn ich gescheit geguckt habe, können wir auch schon die ersten Bosse machen. Ich denke, das ist auch dann immer noch das Auge von Cthulhu sein wird. Meine Fresse ist diese Hülle. Gross. Okay. Jetzt muss ich noch mal kurz meinem Vater was schreiben. Cut würde ich sagen an der Stelle, aber nicht für das ganze Video, sondern nur für jetzt kurz.
Okay, we are back. Okay, wenn ich das abbaue, werde ich geswarmt. Throwing brick. Ah. Das wirft man schon mit Backstein. Ganz ehrlich, ich verwende jetzt diese scheiß Backsteine. Haben die wenigstens Piercing? Okay, so ein scheiß Darm. Komm ja noch nicht mal durch. Ja, okay, die Dinger sind scheiße. Dynamititen würde nicht wirklich sehr viel Sinn machen. Also, nimm mal den Speer, der hat Piercing. Oh yeah, that's what I like to see. So, perfekt. Da geht's gleich weiter mit der Spinnhölle. Ja, ich wollte gerade ernsthaft Hölle sagen, nicht Höhle. War mit Absicht. Okay, wenn ich das abbaue, bin ich tot. Nein, das wollte ich nicht beenden. Fuck. Okay, nicht so viele Misplaced machen. Fuck. Okay, das ist safe. Aber, just to be real safe. So, jetzt haben wir 100% safe. Let us go deeper, deeper into the depths of, yeah, you could call it hell. Nachdem wir dieses Spinnennest gesehen haben, denke ich, dass das wirklich hier liegt, oder? Da habe ich schon wieder irgendwie die Wall Creeper. Bin ich auch eine Spinne? Kommt der Drecksücher. Thank you. Okay. Die. Das ist richtig Spinnen. Das will ich nämlich nicht. Fucking Pinky. Okay, ich sehe nicht, ich sollte mal hier was platzieren. So. Ich denke, jetzt ist Zeit für die Throwing Bricks. Okay. Holy shit, die Dinger haben Knockback. Fliegen aber auch übelst komisch. What the fuck? Okay, das ist null realistisch, wie die Dinge fliegen, aber. Okay, wir haben Knockback. Auch gut zu wissen. Ein Lifehack. Bam, 260. Ja, ich denke. Ich mache 3 Folgen in der Scheißhürde, bis ich halt Max HP hab. Was war da oben? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob da irgendwas gesehen hat. Ich hoffe, es war auch nichts Wichtiges. Und dann ja, auch egal. Das ist ja eine kleine Waffe mit 80 Damage und mehr. Dann würde ich die schon gerne haben. Komm on! Thank you. Ah, noch ein.
fucking go, 280. Nur noch 6 Stück. Ah. So. Let's go weiter. Okay, ein bisschen Edelsteine. Fledermaus. Ein kaputtes Haus. Noch eine Regenerationsband, da kann ich mir auch dieses Mana-Ding machen. Archery Potion, die einfach mal konsumiert. Ohne Sinn und Grund. Ja, endet in der fucking Wasserpfütze. Danke dafür. Machen wir mit dem Elevator weiter. Head of the Waiter. Edelstein brauche ich nicht mehr. Wobei es. Ne, ist doch, die brauche ich nicht. Ich brauche nur für den Silberstab und ich brauche keinen Silberstab. Ich brauche einen fucking Ruby Staff. Dieser Extrator oder wie das Ding heißt, wäre auch ganz nice. Ich habe hier nämlich auch, glaube ich, auch schon dieses Silt oder wie der Scheiß das heißt. Oder? Ja. Na komm her. So. Weiter geht's. Noch mehr BS. Even more BS. Und ja. Weiter. Da ist wieder dieses komische Vieh. Auch wieder nichts gedroppt. Ach! Mein Elevator geht hier weiter. Postick. Haben wir schon 30 Minuten? Ciao!